Versuchen wir es in einem Untersuchungsräum im ersten Stock. Untersuchungsräume, okay. Meine Erinnerung an diese Jahre ist verschwommen. Zwischen meinem 7. und 10. Lebensjahr sind die Erinnerungen abgeschottet, und ich kann nicht sagen, wie oft und wie häufig das Licht kam. Meine Mutter gab mir in dieser Zeit eine Puppe, Charlotte. Wenn ich daran zurückdenke, möchte ich lachen. Aber ich erinnere mich daran, dass ich am Anfang Angst vor ihr hatte. Ich dachte, sie würde mir wehtun, mich töten und meinen Platz einnehmen. Aber wenn das Licht kam, blieb sie an meiner Seite und störte mich nicht. Die sieht doch ganz schön creepy aus. Ach du Scheiße, Alter. Ich konnte mit ihr sprechen und so wurde sie meine beste Freundin, zumindest bis ich in der 2. Klasse war und sich alles änderte. Sie hat mich nicht ausgelacht und wenn ich meiner Mutter etwas sagen musste, habe ich sie gebeten, es zu tun. Als es in mir drin schlimm wurde, war sie die einzige, an die ich mich wenden konnte. Das alles lässt mich jetzt erröten, aber Charlotte war für mich wie eine echte Freundin. Ich wusste, dass sie nur eine Puppe war. Ich war nicht dumm. Aber zur gleichen Zeit war sie auch real. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist schwierig. Meine Mutter kuschelte mit ihr und erzählte ihr Sachen. Ich denke, sie wollte so mit mir kommunizieren, aber damals hatte ich zu viel Angst, um zu verstehen. Allgemeines Protokoll, Nervenheilanstalt, Verwaltungsakte von Amara. Aufgenommen am 15. Juni 37, entlassen am, verlegt am, gestorben am 8. November 42. 5 Jahre nach der Aufnahme. Na, nicht so schnell. Das ist so eine Durchreiche, okay. Ich bin hier, Untersuchungsräume. Das wäre ja dann eventuell die 7 oder die 8, oder? So, die 7 ist ja kleine ganze Abteilung. Also jetzt hier raus und im großen Gang links.
ist nicht verboten. Lass uns Charlotte finden. Ja, aber wir müssen doch hier durch. Die 5 und die 6. Konferenzraum. 4. Treppe. Wer hat die nie gesagt, im untersten Stockwerk? Beobachtungsabteilung. Okay, da werden wir wohl in die 8 rüber müssen. Na gut, dann gehen wir mal da drüben gucken. René möchte sie nicht verlassen. Vera, 12.04.26, Irene E. im K. 26 Jahre. Die Frage befindet sich im Zustand großer Unruhe. Sie verflucht ihre dreijährige Tochter dafür, dass sie ihr Leben zerstört habe. Sie wollte uns fortschleppen. Dieses verdammte Kind wollte uns töten. Sie ist der Teufel, sage ich. Sie ist der Teufel, höchstpersönlich. Sie hat mir die Fähigkeit genommen, Leben zu schenken. Sie hat ihre Schwester in Schweigen gehüllt. Schweigen ist unheimlich. Die Mutter sagt, dass ihr Ehemann Erich K. aus Sorge über ihre Tochter einen Arzt angerufen hat, der die Verfassung der Frau bemerkte und eine potenzielle Gefahr für die Tochter feststellte. Er leitete umgehend eine Einweisung ein. Die Frau wurde zur Beobachtung in ein Einzelzimmer eingewiesen, aber nicht, weil sie gefährlich war, sondern wegen ihrer Gesellschaftsklasse. Es schien die angemessenste Wahl. Die Mutter hat dieser Anstalt eine großzügige Spende zukommen lassen, um ihrer Tochter eine angemessene Unterbringung zu ermöglichen. Die Rezeption oder nicht?
Heilanstalt, Verwaltung, Liste der Artikel an Kleidung und Schuhwerk, Bargeld, Karten und weiteren Wertgegenständen bei Aufnahme in die Anstalt zur Beobachtung. René, den 12.03.1938. Nähere Informationen über Kleidung, Bargeld, Wertgegenstände, Karten und weitere Gegenstände, Notizen, Pullover, Hemden 1, Unterwäsche 1, Paar Socken 1, Schuhe 1, Windeln, Röcke, Kleider, Hosen, Westen, Jacken, Papiertaschentücher, Stofftaschentücher, Hüte, Mützen, Schürzen, Golfhemden, Mäntel, Handtücher, Krawatten, der Assistent, der Direktor, bla bla. Bitte informieren Sie alle Angehörigen im Falle des Todes von und fordern Sie sie zur Übernahme der Bestattungskosten auf, da der Leichnam sonst zu Studienzwecken nach Pisa geschickt wird. Kosten 100. Aber wo soll ich jetzt deine dämliche Puppe finden? Rein. Ja, hier ist er direkt ein Gitter davor. Aber dort komme ich doch garantiert nicht runter, oder? An die Volterra-Wohltätigkeitsstiftung in vollständiger Übereinstimmung mit den Richtlinien der faschistischen Führung im Geiste großer Initiative und der Rationalität technischer Kriterien im Übergang zu der wahrhaftig exemplarischen Organisation eines selbstgeleiteten, hochintensiven Agrarunternehmens auf den Feldern von Volterra, wo der kompakte, große, grobe Tonboden früher als karges Weideland genutzt wurde. Die sekundäre Provinzkommission in ehrwürdiger Anerkennung dieses besonders ländlichen Verdienstes wurde einstimmig beschlossen, das gegenwärtige Spezialernzertifikat und eine große Goldmedaille beim dreijährigen Wettbewerb als Preis an alle Unternehmen unter dem Dach von Agro Volterra zu verleihen. Hinweis: Priorität bei Besuchung von Militärpatienten erhalten ausschließlich Eltern, Geschwister, Ehefrau und Kinder. Mit schriftlicher Genehmigung durch die Familie können Bekannte durch den diensthabenden Arzt Informationen zum Gesundheits- und Geisteszustand von Patienten erhalten. Ohne Vorlage eines solchen Schreibens am Eingang wird der Zutritt verwehrt. Urlaub wird von Zeit zu Zeit auf Antrag je nach Verfassung des Patienten.